Als wolle man verhindern, dass wir nochmal Memorial City oder doch, stimmt sogar. Naja, immerhin können wir ganz gut leveln. Taboga hat schon Level 11. Eieieiei. Na, Raupi. Raupi. Windstoß. Und nochmal Windstoß. Jetzt aber keins mehr. Juhu. Tipps für Trainer. Wenn du Kämpfe meiden möchtest, bleibe hoch im Gras fern. Okay. Und wir sind draußen. Achte auf Büsche im Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. Ja, das weiß ich. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen und verschiedene Pokémon zu finden. Okay. Was gibt's hier für Pokémon? Ein Nidoran männlich. Windstoß ist meine Antwort. Ein KP oder was? Oder zwei. Naja, Level 4 hat's, also 1 KP, schätze ich. Und ein weibliches Nidoran. Und verpiss dich! Aua! Windstoß! Uhaha! Und ihr seht, die Farbe verändert sich, ganz wie ich gesagt habe. Jetzt ist es grau, weil es eine steinharte Stadt darstellen soll. Unabhängigkeit von der Dauer eines Einsatzes erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an seinem Kampf EP, Erfahrungspunkte. Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer. Aber Rocco, der Arenaleiter von Memoria City, versteht sein Geschäft. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Ne, Pikachu, was hältst du von der Stadt? Amoria City, die steingraue Stadt. Weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Natürlich weiß ich, was du machst. Stimmt, es ist harte Arbeit. Okay. Im Museum gehen wir später hin. Nidoran, sitz! Nidoran, Nidoran! Unser Pokémon ist ein Außenseiter. Deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrenen Trainern nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten.
Schauen wir mal unseren Standpunkt auf der Karte an. Jawohl, unser Abenteuer haben wir hier gestartet. Moment, nicht Zinnober. Nein. Nicht hier. Hier sind wir gestartet. Seitdem sind wir hier hochgegangen. Durch den Fatanenwald. Und jetzt sind wir hier in Marmoria City. Und hier ist wieder so ein nerviger Busch, den wir nicht klein kriegen können. Gerüchte zufolge sollen die Pipis vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Ach, was ist hier? Gar nichts. Da. Warst du schon im Museum? Nein, wirklich nicht. Es ist aber ein Besuch wert. Ein Werbefuzzi, der Werbung fürs Museum machen will. Es ist gleich da drüben. Man muss zur Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Scheiß, Marcel Davis. Für Kinder kostet der Eintritt $50. Möchtest du hinein? Ja. Das sind $50. Vielen Dank. Jetzt haben wir nur noch 77. Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Lass mal sehen. Aha. Aerodactyl-Fossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Kaputops-Fossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Was steht hier? Gar nichts, okay. Das sind anscheinend nur Fenster. Ich dachte, das wären so Plakate. Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. Mondstein? Mondstein? Was ist daran so eisenzigartig? Der 20. Juli 1969. Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Ich hätte gerne ein Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eins fangen. Ich würde gerne dein Pikachu nehmen, aber es hängt zu sehr an dir. Kriegst du das Pikachu nicht, Edge Badge. Space Shuttle Columbia. Okay. Marmoria City Wissenschaftsmuseum. Sehr interessant. Und hier geht's rein, da können wir aber erst später hin, weil wir hier der Busch da im Weg steht. Willkommen im Pokémon Center. Wir werden deine Pokémon machen, sie wieder fit. Dann mach Hütte, Schlampe. Heil mein Pikachu, du Arsch. So. Was bist du? Pummeluff. Okay, Pikachu, gehen wir mal in die Box. Hey, Pikachu! Pikachu, du Arsch! What the hell? Du hast doch gerade noch gepennt! Moment, das kann ich jetzt so akzeptieren. Friss Gesangattacke!
So, tschüss Pikachu, wir sehen uns. Was? Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde! Pokémon Center sind echt klasse. Dort können sie deine Pokémon komplett heilen. Sie können sogar schwerwiegende Dinge, wie etwa Vergiftungen, heilen. Willkommen im Kabelclub. Wir treffen gerade Vorbereitungen. Bitte warte. Okay, ich kann. Dann warte ich eben. Okay. Schlampe, geh weg. Ich will mit Chanera sprechen. Beim Pomulus Gesang werden Pokémon ganz müde. Ich auch. Pikachu! Keine Zeit für ein Schläfchen. Wir müssen Rocco fertig machen. Ja, genau. Da schaust du was. Okay, was gibt's im Markt? Ein zwielichter alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat 500 Poké-Dollar gekostet. Ich weiß, was das ist, Kavada. Wenn man seine Pokémon eifrig trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschungen gut sein. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, ich hätte gerne 2000 Pokébälle mit extra viel Gegengift und 2 Aufwecker. Können wir was verkaufen? Gegengift, na, brauchen wir alles. Scheiße, wir brauchen Tränke. Für Rocco. Naja. Hey Schlampe, wo ist mein Abendessen? Gerichtet zu Volk ist ein Pipi vom Mondberg stammen. Ja. Arn, was heißt Arn? Arena. Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug für einen Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Tipps schreibt man mit 2P, du Arsch. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Okay. Alles klar, lass uns beginnen. Dein Pikachu wird es hier nicht leicht haben. Elektroattacken können Rockos Boden-Pokémon nichts anhaben. Das ist das, was ich im Fatanewald gesagt habe. Pikachu ist vollkommen nutzlos. Nicht wahr, Pikachu? Bist du nutzlos? Ja, nutzloses Scheiß, Pikachu. Bleib stehen, wo du bist, Kleiner. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Ein Pfadfinder. Eine neue Trainerart. Dickter Level 5. In Blau und Rot sind sie, glaube ich, stärker. Da haben sie 12 oder so. Dickter ist ein Boden-Pokémon. Und sieht aus wie ein Penis. So, Windstoß. Und der Penis ist down. Und Tauburger erreicht Level 12 und lernt Druck zu geben. Nice. Sandan, was? Sandan ist kein Gestein-Pokémon, sondern ein Boden-Pokémon. Aber die Macher wollten es so machen, dass es wenigstens Ähnlichkeit mit den Gesteins-Pokémon von Rocco sind. Ja, okay, anfangs ist es schwierig, Gestein-Pokémon rauszufinden. Da gibt es nur Kleinstein und ja, Onyx richtig. Ist richtig schwache Gesteins-Pokémon in Anführungsstrichen. Die anderen, die ich in der ersten Generation noch kenne, sind Aerodactyl, Amonitas. Stimmt, ein Amonitas hätte man hinmachen können, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen untypisch und zu selten, glaube ich. Also, ja, die werden schon ihre Gründe haben, warum sie da Normal-Pokémon, Boden-Pokémon reingetan haben. Okay, Ruckzuckhieb, die Fähigkeit von Ruckzuckhieb greift immer zuerst an. Das heißt, selbst wenn man eine niedrige Initiative haben wie Sandan, trifft Ruckzuckhieb immer noch als erstes. Rot besiegt Pfadfinder. Mist!
Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Du Dödel. Oi, Rock ist strong, da muss ich mir was einfallen lassen. Okay, wir können unser Snapboard verwenden, das wäre eigentlich ziemlich gut. Das habe ich früher als Kind auch ständig benutzt, das Snapboard. Da habe ich mir extra immer ein Snapboard gefangen, habe ich glaube ich schon gesagt. Im letzten Part. Und ab ins Pokécenter. Hehe, willkommen im Pokémon Center. Wir quatschen dich täglich voll und heilen deine Pokémon. Hehe, okay, wir quatschen dich voll und es dauert ein paar Sekunden. Warte kurz, damit wir dich nerven. 1, 2, 3 und fertig. So, jetzt haben wir endlich diese langweilige Phase abgeschlossen und besuchen uns natürlich bald wieder, ne? Ach ja, noch was, vergiss nichts, uns bald wieder zu besuchen, ne? Und so, und vergiss uns nicht. Ach ja, und vergiss nicht, immer wenn deine Pokémon beschädigt sind, komm zu uns. Halt's Maul! Jetzt gehen wir wieder ins Ahrengebäude. Und ich mach mal kurz eine Aufnahmepause. Bis gleich. Time for our erster Orden. Ja, jetzt. Ja, okay. Hä? Ah, okay. Falsche Taste. Ich bin der Arena-Ritter von Memoria City. Rock. Oh. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Gesteins-Pokémon. Willst du das immer noch mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Arena-Leiter-Kampf! Rocco möchte kämpfen. Und er benutzt einen Kleinstein, einen Gesteinsboden-Pokémon. Da, Snapboard. Scheiße, ich hätte es an erster Stelle tun sollen, bevor wir angefangen haben zu kämpfen, aber egal. Friss, Konfusion! Und nochmal. Und tschüss. Level 13. Oh, nix, wa? Das ist sein stärkstes. Ich paralysiere ihn erst einmal. Ah, oh, Hyperheiler. Halt alle Statuswerte. Egal welches. Okay, dann eben nochmal. Ah, oh, wie viel hast du eigentlich? 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 Ja, jetzt hast du keine mehr. Gut, es ist Onyx langsamer, denn die Paralyse senkt seinen Initiativwert. Und jetzt mache ich mal Sandwirbel. 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 Damit seine Attacken nicht mehr treffen. So. Okay, mehr kann man es nicht einsetzen. Jetzt kommt Smetbo. Und tschüss. Oha, zieht es viel ab. Ich hätte gedacht, dass es sehr wenig abzieht. Okay, dann hätte ich eigentlich sofort mit Konfusion im Angreifen sollen. Naja. Hauptsache, wir haben gewonnen. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nehme den Felsorden als Zeichen meiner Ehrenbietung. Rot hält den Felsorden. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Personen, die Orden tragen, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Es gibt die verschiedensten Trainer auf der Welt. Du scheinst ein sehr begabter Trainer zu sein. Geh in die Pokémon Arena von Azuria City und teste dort deinen Können. Scheiße, wir haben vergessen, gegen Blau zu kämpfen. Oh, scheiße. Wobei, das beeinflusst, glaube ich, in welche Stufe sich Evoli entwickelt. Okay, jetzt haben wir eine TM bekommen, die können wir einem Pokémon beibringen. TM 34 ist Geduld.
Dein Pokémon absorbiert die gegnerischen Attacken und kontert mit doppelter Kraft. Ist aber keine Gesteinsattacke. Da 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 da. Okay. Hey Bitch, heil meine Pokémon! Danke, Schlampe. Schau an, was du mit meinem Pikachu gemacht hast. Er sieht vollkommen entstellt aus. Oh mein Gott. Nee, Spaß. Na, wo starte ich? Warum spreche ich eigentlich? Oh, und schon wieder habe ich die Speed-Taste gedrückt. Gut, dann verlassen wir mal die Stein... Graue Stadt, Marmoria City. Achtung, Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn sie sachliche Hinweise haben, wenden sie sich bitte an die Polizei in Marmoria City. Und wo ist die? Oh, ich finde es so geil, wie sich die Farbe immer ändert, ey. Sau geil. Und es ist wieder die geile Musik. Da 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 da. Ach, wie schön. Was schaust du mich so an? Titten. Göre möchte kämpfen. Eine neue Trainerart. Taubsi gegen Tauburger. Es ist doch klar, wer gewinnt. Oder etwa nicht. Es levert eigentlich Pikachu, ich muss mal schauen. Volltreffer! Level 10, okay, dann trainieren wir ein bisschen Pikachu. Pika! Donnerschock! Ach, Pikachu kann keinen Rückzug geben. Mist. Wir müssen Pikachu unbedingt trainieren. Rotbesieg Göre. Du bist gefährlich. Hehehe, danke, Schlampe. Hör auf, Leute anzustarren. Da musst du auch nicht kämpfen. Na, wo ist Start? Jetzt nicht. Oh, schon wieder gespeedet. So, Pikachu an die erste Stelle. Wow! Hey, ich kenne dich aus dem Fatania-Wald! Käfersammler! Raupi! Level 10! Kein Gegner für Pikachu! Donnerschock! Raupi ist paralysiert! Ja, auch Donnerschock kann paralysieren! Vor den Schuss senkt nur unsere Initiative, aber das ist egal. Raupi ist eh paralysiert. Volltreffer. Ein Hornlio. Ui, das kennen wir noch gar nicht. Das ist das Pokémon, was was im. Schon wieder eine Paralyse. Hi, haben wir Glück. Was im Fatania City berichtet wurde, dass es vergiften kann. Also Vorsicht, Pikachu. Und tschüss. Level 11 hat Pikachu jetzt. Ah, Pikachu lernt Level 11 Rokus geben. Ah, ja, ich dachte Level 12. Gut, dann hauen wir Heule weg. So. Noch ein Raupi. Donnerschock. Zack. Und Ruckzuckieb gleich hinterhergejagt.
Und nochmal, Donnerschock. Ach. Raupi hat Fadenschuss eingesetzt, deswegen trifft Raupi als erstes. Du hast mich wieder besiegt. Überall sind Brennnessel und ich trage Shots, so Mist. Ich kenne den Look auswendig. Teenager, eine neue Trainerart. Los, Pikachu. Ja, machen wir mal Donnerwelle zuerst. Weil das Ratzfatz will ich anfangs erst schwächen, bevor ich es angreife. Ah, Volltreffer, jetzt hat man Luck. Thundershock! Oi, oi, oi. Okay, dann jetzt ruck zu keep und das müsst Ratzfatz ownen! Rettan, ein neues Pokémon! Das ist ein Gift-Pokémon! Silberblick! Senkt meine Verteidigung. Dann machen wir es wieder wie vorhin. Donnerwelle und dann Schwächen. Ah, Wickel! Ist in dieser Station saustark. So. Nicht vergiftet, nicht vergiftet, nicht vergiftet! Ah. Wechsel. Konfusion. Psycho-Attacken sind gegen Gift-Pokémon sehr effektiv, deswegen ist Rattan tot. Ruf besiegt Teenager. Wäre ich doch heute nur daheim geblieben. Bist du auch ein Pokémon-Trainer? Lass uns kämpfen! Oh Gott, 4 Pokémon hat er. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Na, wir haben keinen Trank, wie geil. Nein, ich greife nicht an. Da lasse ich die Arbeit Smetbo machen. Wir müssen ins Poké-Center und Pikachu heilen. Das mache ich auch nach dem Kampf. So, Honliu ist ein Gift-Pokémon, das heißt, es ist down. Kaukuna müsste, glaube ich, auch ein Gift-Typ sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, Tatsache. Level 15 schon, hoi, hoi, hoi. Und die dritte Puder-Attacke, Schlafpuder. Hauen wir Tackle weg. Tackle war immer so eine Notlösung. Raupi, Raupi, Raupi. Konfusion. Lass mal Snappo jetzt die Arbeit machen. Safcon! Tschüss, Safcon. You die in hell. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Und wie versprochen, gehen wir jetzt ins Poké-Center. Boom! Wir quatschen dich wieder voll. Wir quatschen dich wieder voll. 1, 2, 3, 4. Ah, wir haben kein fortes Pokémon. Fail. Gut, dann mache ich mal eine Pause wieder. Bis gleich. Und wieder bin ich hier. Und die Landschaft wird wieder grün. Gut, den haben wir ausgeschaltet. Jetzt kommt diese Göre hier.